So, herzlich willkommen zum Interview mit einer neuen Lehrkraft an unserer Schule. Wenn Sie sich vielleicht mal kurz vorstellen, wie ist Ihr Name, wie alt sind Sie verheiratet, haben Sie schon Kinder? Also ich bin die Frau Bayer, bin 29 Jahre alt und bin seit Juni verheiratet, aber habe noch keine Kinder. Was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Ich mache gern Sport, wandern zum Beispiel oder Gitarre spielen oder auch tauchen oder klettern. Genau. Okay. An welcher Schule waren Sie vorher? Ich war davor in Marquardtstein, das ist am Chiemsee, wenn das jemand weiß. Welche Fächer unterrichten Sie? Ich unterrichte Englisch und Rallye. Waren diese Fächer auch schon in Ihrer Schulzeit Ihre Lieblingsfächer? Ja, also ich habe Englisch und Rallye schon sehr gern gemacht. Ich habe auch gern Musik und Kunst und Sport gern, aber das waren schon auch ja, welche von meinen Lieblingsfächer. Wollten Sie dann schon immer Lehrerin werden, beziehungsweise wann und wieso haben Sie sich dazu entschieden, Lehrerin zu werden? Ja, ich bin selber auch auf die Realschule gegangen und habe mir dann gedacht, ja, das ist bestimmt ein schöner Beruf und ja, seitdem möchte ich eigentlich Lehrerin werden. Mussten Sie durch den Wechsel an unserer Schule Ihren Heimatort verlassen? Das Gute war, dass mein Mann sowieso nach eine Arbeitsstelle in Plattling bekommen. Deswegen sind wir nach Winzer gezogen und das ist ganz in der Nähe. Habe ich Glück gehabt. Konnten Sie im letzten Schuljahr gut mit dem plötzlichen Homeschooling umgehen und inwiefern hat sie Ihr Alltag als Lehrerin verändert? Also am Anfang hat natürlich nur keiner gewusst, wie es so weitergeht, aber wir haben zum Glück noch mit Mebis angefangen. Das hat einigermaßen funktioniert und dann sind wir auch auf Teams umgestiegen. Und ja, am Anfang probiert man halt viele Sachen aus mit Videos und wie man das, ja, Online-Konferenzen und sowas. Also man ist halt voll in der Probierphase. Ja. Genau. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Aspekte für ein gutes Miteinander zwischen Lehrer und Schüler? Das Wichtigste eigentlich, dass man ja zuhört und dass man auch leise ist, wenn der andere spricht, sei es Schüler oder Lehrer. Ja, dass man interessiert mitmacht, sich meldet, ja, einfach auch freundlich und offen miteinander umgeht. Was war Ihr erster Eindruck von unserer Schule und wie haben Sie sich bereits eingelebt? Ja, mein erster Eindruck war sehr positiv, weil es eine ganz neue Schule ist, alles digital und ich habe mich schon gefreut, weil ich mir gedacht habe, ja, da kann ich bestimmt auch ziemlich viel lernen und ich bin da sehr gut aufgenommen worden, die Kollegen sind nett, die Schüler sind nett, also ich habe mich schon gut eingelebt, würde ich sagen. Okay, dann vielen Dank fürs Interview. Das war's eigentlich okay. Schon. Ah, danke schön.